Lass mich in Ruhe. Ich habe Feuerhände, du kannst mir gar nichts. Ich lass die einfach mal alle hier drumrum stehen. Ah, oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich brauch das. Ich seh schon wieder hin. Wo bist du? Da bist du. Nein! Was? Warum? Ja, danke. Warum bin ich jetzt tot? Krass, wie schnell das ging. Mach mal Tür auf. Das war so überhaupt nicht geplant. Oh Mann. Ja, komm. Passt schon. Ich mach das jetzt. Mit 4 Schuss schaffe ich das. Uah. Ich brauche eine andere Waffe. Ich hätte gern die da. Schieß doch! Was mir auch nichts gebracht hat. Andere Waffe. Die da. Ha! Das Teil ist doch geiler als ich dachte. Brauche ich erstmal nicht. Jetzt will ich aber gerade noch gucken, was es da noch gab. Mach mal auf. Da gab es ja noch eine Tür. Ich will wissen, was es hier gab. Was ist das hier? Oh. Ah, ist besser. Weg, 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 weg. Hau ab. Hau ab. Ich muss hier weg. Ich habe nicht mehr viel Energie. Ich habe keine Waffen. Ich habe nichts. Verfolgt es mich? Nein. Okay, super. Ich bin nur weg. Na, ich höre Stimmen. Na, geil. Da ist ein Splicer, da ist ein Big Daddy. Der sieht aber sexy aus. Ja, ihr kloppt euch mal, das ist gut. Ich halte mich da raus. Ihr bleibt da oben, das ist auch okay. Danke, gib mir direkt mal deine Sachen. So. Oh oh. Los, Big Daddy, töte ihn. Ich mag den Big Daddy. Der ist mir sympathisch. Ich möchte ihn nur plündern. Danke, bin wieder weg. Gut. Jetzt müssen wir gucken, wo wir jetzt hin müssen. Cobb war früher oft im Laden namens Rapture Records. Okay. Wir müssen nach Rapture Records. Frage. Wo ist Rapture Records? Entweder ist der Laden hier irgendwo. Jetzt gucken wir mal, ob der hier irgendwo rumgammelt. Fleet Hall. Gendatenbank Upgrade. Dingsbums. Ich habe eh keine Kohle dafür. Ich habe eine Vermutung, wo das Teil ist. Was war denn Fleet Hall? War das das Ding, wo wir vorhin waren? Ja. Was ist das? Cohens Galerie? Sieht nicht so aus wie der Ort, wo ich hin wollte. Ah, was war das? ICF. Und warum? Wegen denen, die immer hinter den Kulissen wirken. An der Hochschule, in den Galerien von Soho. Sogar hier unten in diesem sogenannten Utopia. Zweifler. Doch Ryan weiß Bescheid. Wir kommen gut klar miteinander. Ja, auf den Straßen fließt Blut. Ja, manchmal verschwinden Leute. Und diese schrecklichen kleinen Mädchen. Tja, die Zweifler denken eben, man könne ein Bild malen, ohne sich den Kittel zu beschmutzen. Aha. Oh. Wo? Anscheinend lohnt es sich, diese krassen Sachen extremst zu hacken. Aber das Problem ist halt,
die erstmal aufzubekommen. Darunter. Darunter. Oh Gott! Da lang. Da lang! Boah, leck mich doch am Arsch. Boah, schon den zweiten Safe gehackt. Krass. Wie wir es drauf haben, ne? Hallo, das will ich auch noch mitnehmen. Dann halt nicht. Und den würde ich jetzt auch noch gerne hacken. Komm, schaffen wir. Schaffen wir. Stressig. Okay, komm, den lassen wir. Reicht auch mal irgendwann. So, Fotochen. Auch ein A. Sehr gut. Und dann brauchen wir jetzt noch Pistolenkugeln und rotzen ihn über den Haufen. Scheiße, so nicht. Kommst bitte mal her. Da ist er irgendwo. Da. So, jetzt aber. Aber nicht so. Warum hält denn er so viel aus? So. Meine Güte. 8 Schuss ist nicht viel. Hm. Was soll's. Ich glaube, wir müssen jetzt nämlich erstmal da hinten hin, wo ich vorhin war und wo der Splicer uns eigentlich töten wollte. Haben wir genug Geld jetzt wieder für irgendwas? Nö. Ihr seht gleich, was ich meine. Wahrscheinlich wisst ihr es eh schon. Meine Beschreibungen sind nur gerade ein bisschen blöd. Nämlich hier. Da, wovon auch der Big Daddy und der Splicer war. Der Splicer, der jetzt nicht mehr da ist. Was haben wir hier? Glücksspiele. U-Invent. Ein Speicherknopf. Haben wir alles hier. Aber das brauche ich alles nicht. Ich brauche... Warum ist hier Licht? Lass mich in Ruhe. Atrium. Ich brauche diesen Records-Laden. Frage ist nur, wo ist der? Rohrpost. Tobakos. Eve's Garden. Huch. Na, wenn es nicht der lang verschollene Andrew Ryan ist. Komm her, Tiger. Ein Stripclub. Auch nicht schlecht. Ich dachte schon, du hättest die arme Jasmine vergessen. Da bin ich aber froh, dass das nicht der Fall ist. Entschuldigen Sie, Mr. Ryan. Ich wusste nicht, dass Fontaine etwas damit zu tun hatte. Was machen Sie da? Nein, bitte! Ich hab sie doch geliebt! Nein! Okay, Ryan, was hast du gemacht? Die Musik ist immer noch cool. Alter, komm, wir versuchen es einfach mal. Ich brauche ein langes nach unten. Na, vergiss es, komm. Ich bin raus aus der Nummer. Gibt's hier noch irgendwas außer ein Grammophon mit cooler Musik? Ah, da. Den nehme ich mit. Tenenbaum hat mir versprochen, hört man hier eigentlich mal ein Lied? Versuch doch mal. Sie würden mir einfach das Ei entnehmen, sobald Mr. Ryan... Wen hält er sich eigentlich? Ich hab das Geld für ihn gebraucht. Aber ich weiß, Mr. Ryan wird es nicht sein. Er wird rauskriegen, dass ich nicht aufgepasst habe. Dass ich es verkauft habe. Mr. Ryan wird schrecklich wütend auf mich sein. Willkommen im Zirkus der... Ja, er wird sehr bö... Oh, Wahrsager. Das wird nichts. Das war so nicht geplant. Ich will wieder die Theke. Ich komme nicht in die Theke. Egal. Gib mir mal meine Armbrust, die ist neu. Die muss ich jetzt auch mal einweihen. Big Daddy. Nö. Den lasse ich besser mal in Ruhe. Habt ihr nichts getan? Alles gut. Die guten Menschen von Rapture sind nicht hier, um uns Regierungsknechten dabei zuzusehen, wie wir Geschäfte schließen und deren Besitzer aufbringen. Nicht mal solche üblen Schurken wie Fontaine. Aber er hat es sich selbst eingebrockt. Anstatt es mit Fassung zu tragen, will der Wahnsinnige im Kugelhagel untergehen. Für wen hält er sich? Für John Wayne oder was? Wir können es noch in den Griff bekommen. Wir können es schaffen. Wir machen Folgendes. Wir suchen Fontaines Testament und sorgen dafür, dass sein Besitz denen zugutekommt, für die er bestimmt war. Er darf nicht in den Taschen derer landen, die ihn kalt gemacht haben. Nämlich in unseren. Ich sage, ich gucke mich hier gerade einmal komplett um, was es hier so gibt. Huch. Was haben wir hier? Ah, erstmal eine Kiste. Was ist das hier? Tür auf? Tür geht nicht auf? Nö, dann nicht. Gibt's hier denn irgendwas? Sieht ja nicht allzu wichtig aus hier.
los? Haben wir hier noch das Ding? Ach, das ist zu. Okay. Ich muss immer noch diesen Dings suchen. Dieses eine. Warte, ich will da ja auch. Zu viele Läden, die ich mir alle angucken. Komm, kannst du knicken. Da bleibe ich raus. Nö, 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 nö. Guck ich mir erstmal an, was es hier oben gibt. Ich suche immer noch diesen Records-Laden. Casino? Komme ich nicht gerade von hier? Jetzt bin ich verwirrt. Was ist das hier? Das sind die gleichen. Jetzt bin ich wirklich gerade verwirrt. Ah, da war ein Typ. Rapture Records. Die Sammlung ist nun fast komplett. Geht doch. Bald werden wir sehen, wer hier unten der wahre Künstler ist. Sag dem alten Aasgeier, seine Musik ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Ich trau dem Ding da nicht. Ah! Sag doch, ich trau dem Ding dann nicht. Bist du Coens Botenjunge? Ja. Ich hab was für diesen Vogel. Halt ein bisschen bei meinen Kätzchen, Süßer. Was für Kätzchen? Was willst du von mir? Lass mich in Ruhe. Ich wollte dich nur töten. Oh, 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 oh. Was geht hier ab? Ah! Stressig. Es ist alles nur ein Spiel, Botenjunge. Coen, Ryan. Zwei dumme Jungs, die sich gegenseitig ans Bein pissen. Lass mich doch einfach. Ich wollte dich doch nur töten. Mann. Ich tu dir doch gar nichts. Lass mich doch einfach so einen scheiß Bolzen durch deine scheiß Stirn schießen, ey. Noch ist hier Halligalli. Ich warte noch. Ah, nehm ich mit. Coen ist kein Musiker. Er ist Ryans Stalljunge. Ryans korrupte Politik scheißt alles voll. Und Coen rennt rum und beseitigt den Dreck, wo er kann. Aber anstatt dafür eine Kehrschaufel zu benutzen, wie jeder andere Knecht, säubert Coen die Landschaft mit eingängigen Melodien und geschickten Wortspielen. Egal, wie schön es auch klingt, an dem Geruch von dem... Meine Kätzchen! Du hast meine ganzen Babys umgebracht! Ui, ui, ui! Alter! Alter! Ich hab das Foto gemacht, zack, zack. Mein Gott. Hetz mich hier nicht so, Kollege. Sei froh, dass ich deine scheiß Drecksarbeit mache, ja? Mann. Ich bin immer noch ein Mensch mit Gefühl. Na, lassen wir das. Oh, oh. Nee, ich gehe unten lang. Kloppt ihr euch mal da oben mit dem Big Daddy oder was auch immer? Ich mache hier unten meinen Spaß. Atlas ist ein Freund des Parasiten. So. Ach, erstmal das Geschenk mitnehmen. Dann das da. Reg dich halt auf. Frage ist jetzt natürlich, oh! Ja geil, schickt ihr mir jetzt Splicer auf den Hals oder was? Leck mich! Mit der Musik, wie geil ist das denn jetzt bitte? Da, 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 da. Ey, jetzt spielt er so ein Rad ab, das Spiel. Das ist unglaublich. Da, 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 da. Noch wer? Ich bin gerade in Schießlaune. Ihr Penner. Oh, da. Ach Gott, zu viele.
Au, au, au. Lass mich in Ruhe. Scheiße, voll daneben. Ich brauche Munition, aber mal dringendst. Brandbolzen brauche ich auch nicht. Komm, wir verhauen jetzt einfach mal die panzerbrechende Munition. Ich habe ja nicht mehr so viel. Ich muss jetzt mit dem schießen, was ich habe. Ha! Besiegt, ihr Penner.